mich interessant, bevor, wenn die Predigt anfängt, dann machen wir erst die offene mit Judith und Klaus, wie die beten. Und bevor wir dann rangehen an Klaus, machen wir erst eine Folie. Das heißt, du kannst dann in Ruhe dich noch einrichten. Hoffentlich. Wenn sie es dann nicht anders machen. So ein bisschen Kirche spüren. Ich habe nämlich leider gerade die Totale verloren. Achtung, wir gehen und drauf. Rüber. Und drauf. Ein herzliches Willkommen. Guten Abend an alle, die sich hier eingeschaltet haben. Guten Morgen. Guten Morgen und herzlich willkommen. Guten Morgen und ein ganz herzliches Willkommen. Herzlich willkommen allen hier. Guten Morgen und ein ganz herzliches Willkommen. Als Mitte März die Situation herausfordernder wurde und der Beschluss feststand, alle Veranstaltungen vorerst zu streichen und auch Gottesdienste nicht mehr zuzulassen, stand für uns die Situation, wie es uns gelingen kann und wie wir trotzdem den Kontakt und die Gemeinschaft und Beziehung in der Gemeinde weiter pflegen können. Und wir haben Leute gefragt und innerhalb von 14 Tagen war es möglich, mit kompletter Technik und einem motivierten Team Online-Gottesdienst ab Anfang April anzubieten. An den Online-Gottesdiensten hat mich unter anderem die Kreativität und das wunderbare Zusammenspiel im Team begeistert. In der Zeit haben wir unter anderem die Predigtreihe Jona umsetzen dürfen und gerade da gab es so viele Möglichkeiten, die Botschaft anschaulich zu machen. Wenn ich an das Schiff denke, was wir von Albrechts ausleihen durften und abholen konnten oder die Szene im Bauch des Fisches nachgestellt und die Häuser von Ninive nachgebaut und auch in den Predigten versucht haben, kreative Elemente zu nutzen. All das sind Beispiele für Kreativität, die Gott schenkt. Ich bin von Herzen dankbar für diese Erfahrung und freue mich und wünsche mir, dass wir Dinge davon mitnehmen, auch in die Zeit nach den Online-Gottesdiensten. Die Corona-Krise bringt uns alle an die Grenzen. Mein Headset ist an. Gibt's noch mehr Meinungen? Ralf, was hast du getippt? Ralf ist nur so am Handy, okay. Er ist auch nicht gemutet. 60 Millionen Dollar soll es kosten, ab 2022 privat in den Raum zu fahren. Ich denke, von uns wird keiner so dabei sein. Das Grün ist falsch. 60 Millionen stimmt. Bäm! Ich guck nicht richtig. Die Antwort ist falsch. 100% falsch? Mein Zettel ist falsch. Das war richtig, das war ein Hauskreis. Jetzt sehen wir noch nicht leider das Bild dazu. Dann muss ich noch ein bisschen überbrücken. Soll ich einfach mit dem weitermachen? Ja? Und lassen? Wir wollen euch jetzt noch einladen, gemeinsam Gott die Ehre zu geben. Aha. Mit einigen Liedern. Genau, das wollen wir. Headset oder das Ding? Und nee, ich habe mich versprochen nochmal. Oder gut, also gut. Und so blicken wir zurück auf eine Zeit der Online-Gottesdienste, die uns wirklich bereichert hat. Und an dieser Stelle mein herzliches Dankeschön an jeden, der sich mit eingebracht hat. Von Herzen dankbar sind wir euch und Gott. Musik.